Jo Leute, willkommen wieder mal bei Mega Gamer Mani. Wir spielen heute mal Bubble Shooter, während ich euch was erzähle bzw. Informationen gebe. Wenn ich übrigens aufnehme, ist das immer so langsam. Das ist eben das Problem. Aber egal. Ja, das Problem, was ich in letzter Zeit gehabt habe, war, ich wollte mir GTA kaufen. Und ja, hatte es geholt, habe mich gefreut, dass ich das endlich zocken kann. Ja, nichts weiter, ganz normal. Ich habe halt eben mal in die Packung geguckt. Sehe ich auf einmal, da ist keine CD drin zum Installieren. Habe ich es am nächsten Tag gleich zurückgebracht. Habe ich zum Glück das Geld aber noch bekommen. Ja. Und dann habe ich mich mit dem lieben Freizeit-Let's Player zusammengesetzt und habe dann halt eben mal so wegen Xbox und so, hatte gesagt, ja, kannst du dir holen, kein Problem, zocken wir gemeinsam und so. Habe ich gesagt, okay, dann hole ich meine Xbox. Tut mir übrigens leid, wenn es so laggt. Ja, wie gesagt, habe ich gesagt, okay, hole ich mir eine Xbox. Jetzt habe ich mir das Geld eben zusammengespart oder bin gerade dabei, es zu sparen. Und hole mir eben dann eine Xbox. Dann kommen natürlich auch Minecraft Let's Plays von der Xbox, natürlich klar. Auch GTA Let's Plays von der Xbox. Ja, einfach die Spiele auch, die ich zusammen mit Freizeit-Let's Player zocke. Apropos, ich bin morgen bei ihm. Das heißt, es werden wahrscheinlich auch ein paar Vlogs morgen kommen oder einer halt eben zusammengeschnitten. Ich habe keine Ahnung, wie ich eben Bock habe. Ich weiß, dass ich schlecht bin bei dem Spiel. Aber egal, ich habe es lange nicht mal gespielt. Es nervt auch ein bisschen, das laggt. Ein bisschen, aber ja. Yeah. Egal. Ja, das wollte ich euch eben sagen, wegen GTA inklusive und Xbox. Noch eine Frage an euch ist, mögt ihr auch Simulatoren? Sonst würde ich Simulatoren nämlich auch Let's Playen. Weil ich bin auch ein Simulatoren-Spieler. Das heißt, es ist kein Problem. Ich habe ein paar zu Hause. Die werde ich dann Let's Playen. Bei den Simulatoren werde ich aber auch noch einen Upload-Plan machen. Ja, das werde ich dann auch machen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Simulatoren findet. Ob sie scheiße sind oder ob ihr sie mögt. Wenn die meisten sagen, ja, ich mag sie oder ich habe kein Problem damit, dann werde ich sie natürlich aufnehmen. Wenn nicht, dann eben leider nicht. Ja, das war so eine kleine Info. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat oder wegen die Simulatoren eben, schreibt in die Kommentare. Wenn euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Das war's. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.